Musst du jetzt probieren. Ach komm, wir gehen das Risiko ein. Warte mal, was war dein Pokémon? Quieke Carpador. Also quasi okay. Garados. Moment, muss ich das nur noch umbenennen. Statt Carpador, Garados. Ja, das müsst ihr auch machen. Meine Liste ist sehr alt und ist nicht vorteilhaft für mich. So, wie sehr hast du es ja locker besiegt? Oh nein. Ich würde jetzt lieber auswechseln. Ich würde jetzt lieber ausmachen. Genug Internet für heute. Sache, wollen wir mit Rotom rumflinchen oder wollen wir Schaden machen? Ich würde nur sagen, du machst einen Flinch-Schaden. So, ich habe nochmal Schutz gefunden. Ja, das wäre toll. Das habe ich leider bei Bronze geschafft mit Donner Blitz, Donnerschock. Da habe ich es gleich paralysiert. Was hast du gefunden? Noch einen weiteren Schutz. Ja, nicht schlecht. Den kann man ja gut gebrauchen. Okay, wir gehen... Warte, man kann jetzt nicht schon bis das Kind warm? Oh, scheiße. Mein... Ich geb dir... Also, ich würde es mal Folgendes versuchen, und zwar... Ich würde jetzt auswechseln, weil der Gegner jetzt denkt, ich würde drin bleiben. Oder? Ich würde den vielleicht noch eine Donnerwelle noch mit reindrücken wollen. Denkst du, ich überlebe? Ja. So. Ja gut, probieren wir's. Guck mal, ich habe auch bei mir schon wieder ein Karmalat am Start. Die sind am Anfang so mies, so unfair. Ja, eben. Alleine wegen fucking Drachenwut. Da müsste man wirklich wissen, ob wir das bei unseren Randomizer-Einstellungen rausgenommen haben mit den unfairen Attacken, aber ich glaube ja. Wir hatten wenig Bullshit am Anfang. Also eigentlich haben wir das rausgenommen, aber so wie es ausschaut, wurde das wohl nicht mit übernommen oder wir sind schon über dem Limit. Also Limit in Anführungsstrichen, wo das dann halt eben dann legitim zur Verfügung steht. Ich wechsle jetzt raus, unsere Verteidigung wurde um 2 Stufen gesenkt und... Gehe straight raus. Ach, mach mal Packy. Und ja, ich kenne mich mit den Resistenzen aus. Und ja, ich hätte eher auf Erstauner gehen sollen. Hey, ist paralysiert. Schön. Lügeschlag es weg, dieses hässliche Kindwurm. Das sind wir dann wenigstens dann nicht resistiert. Wie, wegen was? Also Flügelschlag wird nicht resistiert gegenüber Kindwurm. Das heißt hier nicht, noch nicht oder so. Naja. Also generell, wieso möchtest du ausgerechnet von noch nicht sprechen? Guck Ach mal. Ach so, ich dachte, du hättest gesagt. Ah, okay, mein Part. Als das Universum entstand diese Tafel aus einem Splitter und das Universum entstand. Wie war das so mit den Tafeln? Tafelwasser. Ist eine gute Idee. Hat man ja immer in der 5. Gen von dem Arenaleiter Fuzzi bekommen. Ja, stimmt. Eine tolle Geste. Stimmt. Da kann ich mich dran erinnern. Ab der 5. Spielegeneration hast du das ja vor jedem Arena-Kampf bekommen. Das ist ja auch ein großes Risiko, ein mein Freund, oder? Wieso? Was heißt hier wieso? Erzähl mal, ich bin ganz Ohr. Naja, das ist ein Geist-Pokémon. Ist zwar nicht das Stärkste, aber... Ist es weg? Schwäche. Es hat mich zwar jetzt mit einem Stab Erstauner angegriffen, aber das hat mir 12 Schaden verursacht. Zeppeli hätte ich auch Bock. Weiß ja auch überhaupt nicht, wie sich das spielt. Oder Zwirlicht, da hätte ich noch mehr Bock drauf. Zwirlicht, Hab ich sau gerne gespielt. Also Zwirklob im... in der 6. Gen. Mit Evolite. Oh, es war so geil. Es war auch einer meiner ersten Competitive Pokémoner, die ich hatte. Ja. War zwar sau unfair mit Leitteiler und Donnerwelle und... Geowurf konnte es, glaube ich, noch. Oder was in die Richtung? Also mal sehen. Sau unfair. Also Geowurf, du meinst dann bestimmt so hier Nachtschatten. Ja, oder Nachtnebel hieß, glaube ich. Ja, genau, Nachtnebel. Ja gut, im Englischen Nightshades. Deswegen hatte ich jetzt Nachtschatten jetzt interpretiert. Nachtschatten klingt wirklich besser, ehrlich zu sein. Das klingt auch richtig besser, aber warum es so verhunzt wurde? Nachtnebel vor allem. Nebel, das ergibt keinen Sinn. Oh, cool, Zauberblatt, geil. Das ist komischer Coverage. Ja, aber man kann es mitnutzen. So, tschüss Teleport. Oh.
Innerhalb eines Kampfes nützt der Teleport mal überhaupt nichts und außerhalb eines Kampfes habe ich keinen Bock, Teleport einzusetzen und du bist dann hier im letzten Pokémon Center, genau, bist du dann dort und ja, fertig. Ja. Hätte ich nicht. Genau, die Schaufler. Es sind zwar tolle Gimmicks, mit zurück zum Pokémon Center zu kommen und so eine Art Fluchtseil immer parat zu haben, aber weiß nicht. Haben sie irgendwas verkackt, verhurakelt. So in etwa. Hoffen wir mal, dass wir hier gut durchkommen. Okay. Das ist aber auch ganz schön riskant, was du hier machst. Ja. Aber ich hab's, denke ich, mal im Griff. Ich würd's lieber auswechseln. Ach, wirklich? Das wäre jetzt auch zu viel. Ein kleines Money. Schicke Pumpton rein und Donnerblitze ist weg. Oder Donnerschocke ist weg. Ja, ich verpasse ihn einen schönen Herzinfarkt. Nee, Kammer flimmern. So in etwa. Landet der Chirurg. Ja, das ist der Vorteil, wenn man in die Elektro-Richtung eine Ausbildung genießt. Dann kann man mit solchen komischen Witzen angeben. Also so ein Witz wie, was hast du gesagt? Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Oh nein. Ich weiß, der war so schlecht. Ja, aber habe ich ehrlich gesagt, also das mit dem Watt, ja, aber das mit dem wollte ich nicht, das habe ich noch nicht gehört. Ich habe mich auch vor der Folge schon beschwert, dass ich dem Paranoia mal hinterher renne und wie ihr euch denken könnt, renne ich dem Paranoia jetzt hinterher. Stimmt doch gar nicht, du bist im Pokémon Center und ich kämpfe. Oh cool, der hat sogar seinen Kadabra. Das hat er auch so regulär. Schlecht. War auch eines der drei Wesen, was die Tafel erschaffen hat. Das ultimative Wesen. Ja. Hat auch damals einen, fällt mir gerade ein, wenn ich Lavitas sehe, einen Desporter Pokémon Deck. Das war auch, glaube ich, das letzte Pokémon Deck, was ich mir damals noch gekauft habe. Das vorletzte war mit Nachtar, wenn mich alles täuschte, war gerade Heart Gold und Soul Silver im TGC. Aha. Aktiv. Meine Kumpeline hat sich da, glaube ich, auch noch mal was gekauft mit Pokémon. Das war ganz interessant. Kumpeline? Sagt man heutzutage nicht eigentlich Freundin dazu? Ja, wenn man vermeiden will, dass man mit der in einer Beziehung war, dann sagt man eher Kumpeline. Okay. Meine Begründung. Gut, jeder, wie es halt eben gerne möchte. Gut, ist es Wurst. Halt hey! Alter. Deine nächste Stunde. Die Kraft besiegter Giganten Regigigas speist diese Tafel mit Energie. Regigigas, was für ein Schrott-Pokémon von ja. Legis. Ich bin so beschissen. Sieht. Irgendwann ist auch mal Schluss, okay. Frage, wann kriege ich denn meinen allerersten Evolutionsstein? Ey, du hast schon eine Menge. Mehr als ich, glaube ich. Ich habe. Warte mal, die Anzahl der Evolutionssteine? Gut, warte mal, Sonnenstein, aber dann hört's auf. Ja gut. Zwei Wesen von Zeit und Raum und Raum und Zeit wurden aus dem Ursprünglichen geboren. Ja, also den Text, den kennen wir schon. Ich glaube, denen ist auch nicht mehr viel eingefallen. Ich möchte auch mal tafeln. Siehst du, ich bin der Stückmeister. Ich bin der Taucher aus der Höhenchen. Du bist der Tafelmeister vom Tafelberg aus Südafrika. Ja. So. Wenn das jetzt noch hier eine scheiß Tafel ist, die ich jetzt finde, dann rage-quitte ich. Oh, geil. Endlich. Ich freue mich auch schon auf die Items. Ich hab so endlich mal keine fucking Tafel, ohne Mist. Ja, ich liebe es. Weil die Tafel, die bringt ja eigentlich nur geringfügig etwas. Naja, so ein 20% Boost, Step. Ja, aber... Weniger als Step. Also ich bin ehrlich gesagt neidisch. Ich hätte wirklich gerne mehr Tafeln. So, warte. Währenddessen du noch hier mit dem Kämpfen beschäftigst, kann ich schon mal kurz gucken. Ja, addiere also, die mal auf. Eisentafel 1, Spuktafel noch eine. Sind wir schon mal bei 2. So, 2 Feuertafeln, sind wir schon mal bei 4. Schade eigentlich, dass man hier doch nicht das Ganze per Alphabet sortieren kann. Oder per Typ oder Kategorie. Ja. Erst ab Hardcore und Soße, wo konnte man das? So, wir waren bei 4 stehen geblieben, ne? Ja. Yep.
Gut. Übrigens, 11 Herz shoppen, aber na gut, das zählt es nicht. So gut, okay, 2 Evolutionssteine. Aber welche, die ich nicht einsetzen kann? So, 2 Frosttafeln, sind wir schon mal bei 6. Eine Gifttafel, 7. Erztafel, 8. Käfertafel, 9. Wassertafel, 10. Ja, also, da weißt du Bescheid. Nicht schlecht. So. Trainer kam denn hier noch 2er? Also, diese da und dann hast du noch den Forscher noch im 3. Stockwerk. Oh. Ach übrigens, guck mal, ich habe ja noch eine Steintafel, also sind wir schon mal bei 11. Dann haben wir noch eine Erdtafel, also ich habe 12. 12 Tafeln habe ich. Wirklich? 12 Tafeln! Eis. Eis. Drachen-Pokémon. Liegt wahrscheinlich daran, dass du so schlecht über deinen Kindwurm geredet hast. Oh, dass er lernt überhaupt keine guten Attacken. Lernt es doch eigentlich... Ja, fick dich. Fick dich. Es lernt doch keine anständigen Attacken bis zu Brutalanta. Also ich weiß es deshalb, weil in der Hardcore Randomizer Wetlock Challenge irgendwann 2016 hatte ich das mal gespielt. Dort hatte ich ja ein Kindwurm als Starter-Pokémon mitgehabt und bis auf Level 50 das Vieh zu trainieren... Katastrophe, sag ich dir. Katastrophe. Der wird geflincht. Meinst du eher gehext? Ja, ich pack's alles in einen Hut. Was ist denn Hexen? Alles, oder? Ja, Hex. Also ist quasi Freeze, Paralyze, Sleep, Burn, Flinch. Alles klar. Oh, jawohl, schön. Manni, du bist mein Mammut. Oh, Manni! Was war dein liebster Charakter aus dem ersten Ice Age-Film? Ich schwanke da ein bisschen zwischen Manni und Sid. Ah, ich war eher der Sid-Typ. Manni war mir immer zu... Also seine Art hat mir nicht gefallen. Und... Ja. Also, warte mal, wie war das? Also dieser Kapitän in den späteren Filmen bei den Piraten, den fand ich ganz cool. Alter! Das war bei voll verschoben. Ja, ich glaube, das war die 3, wenn mich nicht alles täuscht. Nee. Die fand ich ganz cool. Nee, warte. Die 3 war jetzt Tauts. Voll verschoben muss, glaube ich, die 4 gewesen sein. Ich hatte schon so lange nicht mehr angeguckt. Ey, das könnte ich mir erst mal wieder antun. Ich weiß nicht. Ich glaube, da würde ich mir erstmal andere Filme anschauen. Ja, ich könnte mir vielleicht nochmal wieder Flucht der Karibik erstmal wieder reinziehen. Das ist nicht so mein Genre. Okay. Obwohl... Ich mag nicht so dieses Fantasy mit den Schätzen, aber ich mag dieses mit den... Ja, Verstecken vor den Spaniern? Engländern? Was sind denn das für Heinis? Die Antagonisten von den Piraten? Das ist die East India Trading Company, also Briten. Jetzt echt... Na gut. Wenn du sonst hier fremdliche Zeiten meinst, also der 4. Teil, da hast du dann die Spanier mit dabei, da ist der Blackbeard mit dabei. Im 5. Teil, bei Salazars Rache, wobei ich mir wirklich sage, wie bitteschön kommt ihr eigentlich auf diesen stumpfsinnigen Namen Salazars Rache. Im Englischen hatten die so einen tollen Titel gehabt, Dead Men Tell No Tales, also so gut auf Deutsch wie Tote Männer erzählen keine Mythen, keine Geschichten. Weil das Besondere ist, wenn du dir die Filme, die im Englischen anguckst, alleine erstmal, das Slang ist schon eine ziemliche Hausnummer. Und zum anderen... Ja, war gut. Ja, ich mein's wirklich so. Also das merkst du dann auch, wenn du quasi so den Untertitel mit einspielst. Das muss man sich mal wirklich mal reinziehen. Alleine, was dann dort steht, da denkst du dir, what? Was steht da? Was sie da labern? Ziemlich lustig mit anzusehen. Und das Ding ist, worauf ich jetzt noch mit hinauskommen möchte, ist, du hast quasi... Im ersten Teil, also wir kennen es ja nur als Fluch der Karibik. So hat es ja bei uns begonnen mit dem ersten Teil. Und das wurde dann auch so vom Namen her mit beibehalten. So, und im Englischen heißt es einfach nur Pirates of the Caribbean. Und als Untertitel von Pirates of the Caribbean stand natürlich The Curse of the Black Pearl. Daher kommt natürlich auch so die Herleitung von Fluch der Karibik. Weil es quasi heißt, der Fluch der Black Pearl. Ja gut, also... Untertitelmäßig oder übersetzungsmäßig haben sie bei sehr, sehr vielen Titeln verkackt. Und dadurch, dass du das nochmal bei deinem Lieblingsgenre, wie ich höre, oder bei deiner Lieblingsreihe
Hörer echt viel. Ja, wie schon gesagt, ich war überhaupt nicht dieser Typ, der sowas schaut. Okay. Noch überhaupt nicht der Filmetyp. Ja, weil ich... Die sind mir alle zu overhyped oder bin eher dieser edgige Typ. Okay. Eher was auf YouTube anschaut oder eine andere Serie. Ich kann hier vorbei, gell? Du kannst hier vorbei. Du kannst doch das Item dir noch mitholen. Gut, dann mach ich das und dann gehe ich erstmal ins Pokémon Center. Oh. Es ist so wie Münzamulett. Ach so. Ja, das ist doch schön. Da gibt es hier ein bisschen ausgleichsmäßig zwischen uns. Du kannst ins Pokémon Center gehen. Ich kann dir noch mitwarten. Und die galaktische Hintergrund. Tapete anschauen. Oh, Tapete. Ah, tapetig. Obwohl, ist ja so gesehen keine richtige Tapete, das ist ja mehr wie Display, weil du ja verschiedene Bilder mit siehst, aber wenn du gerade so von Tapete sprichst, muss ich jetzt sofort an Bernd das Brot denken. Oh, Raufaser-Tapete. Warst du also auch der Bernd das Brot-Fan? Geringfügig. Ich hatte mal wo noch hier die Fußball-WM 2006 in Deutschland stattgefunden hat. Das klingt nach einer tollen Geschichte. Ja, da gab es quasi bei einem Bäcker in der Nähe meiner Berufsfachschule. Gab es quasi dort hier so einen Donut und darauf gab es natürlich einen Fußball-Bernd. Oh, das kommt mir sau bekannt vor. Da gab es auch irgendwas. Ich hatte davon drei Stück. Oh, Scheiße, die muss ich mal googeln oder auf eBay finden. Das mache ich mal nach der Folge. Also ich habe diese. So, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich auch gerne hier den Sendeschluss angeguckt, der quasi immer von... Das war das Beste. Das war wesentlich besser als die Serie, die es noch zu Bernd das Brot gab. Jein. Also ich meine, an einer kann ich mich gut erinnern. Das fand ich so richtig cool, aber das war auch irgendwann so 2011 bis von 2012 bis 2013 rum oder so der Dreh, weil da war wirklich viel mit dabei. Was du jetzt so dort siehst, das ist einfach nur Schrott, also richtig gehender Bullshit. Also das wurde sowas von dermaßen stumpfer gemacht, ich könnte mir das gar nicht angucken. Ja, apropos angucken, um meine Nähe zu Berners Brot am besten auszudrücken, muss ich noch eine kleine Geschichte vortragen. Da war ich in der Jugendweihe-Reise, die wir da gemacht haben. Die war um die Stadt Lloret de Mar und Barcelona. Ha? Und einen Tag haben wir in der Nacht, mein Kumpel und ich, Bernd das Brot geschaut in Spanien. Und mehr als nur 10 Minuten oder so, also ruhig länger. Es war ein schöner Abend, würde ich sagen. Und, kannte das dann Spanisch vor? Nee. Denn den Einspieler kannte ich irgendwie schon. Das war ziemlich genial. Dadurch, dass es sich so oft wiederholt hat. Aber ja, toller Wortwitz. Los geht's. So, na dann wollen wir doch mal Jupiter mal herausfordern. Nimm das und deine dämlichen Ringe können. Mit was für ein Typ kommt ihr jetzt hier eigentlich? Die ganzen Trainer? Hops, props. Okay, also entweder Flug oder Pflanze. Pflanze. Und ich habe entweder Stahl oder Psycho. Viel Spaß mit dem harten Brocken. Oh, scheiße, Kugelsaat. Bitte nur zweimal. Tunnel Level 20. Kann es nicht da schon Konfusion? Weiß ich nicht. Drück mir die Daumen. Ich gehe rein. Jungs, wir bleiben drin. Oh. Fünfmal, natürlich. Es trifft fünfmal. Da war auch ein Crit dabei, also. Ja. Und das reicht nicht mal aus. Ein Step, vierfach effektiver Eissturm. Also, nee, Pulverschnee. Oh, es gibt so viele Eisattacken, die nahezu ähnlich von der Schwäche sind und die du relativ früh erlernen kannst. Und ich bring die alle durcheinander. Also, ich würde mich, glaube ich, genauso gut anstellen. Ich wollte noch sagen, ich wollte noch hier den Löwenzahn verfluchen. Peter Lustig. Das nehme ich persönlich. Klingt komisch, ist aber so. So, ich bin mal gespannt, was habe ich dann für einen Typ? Entweder Stahl oder Psycho? Gesehen. Also, achso, das sind zwei.
Ja, also bitte lass es psychisch sein, weil dagegen habe ich sehr viel einzusetzen. Ich hoffe auf einen Anzentyp können mehr rumhexen. Flugtypen sind wahrscheinlich ein bisschen schwächer, dadurch, dass es sehr viele Normalflug-Pokémon gibt. So, jetzt kommt die große Spannung, was kommt bei mir? Oh. Erstmal Level up. Oh geil, Biss! Nicht schlecht. Wenn jetzt Psycho-Pokémon kommen, ich habe jetzt drei Pokémon mit am Start, die jetzt Biss erlernen können. Ja. Zwar kein Stab, aber generell Biss. Und in mein Psycho-Pokémon schicke ich Gift-Pokémon rein. Alter, und du hast natürlich einen Tropius. Yeah. Ebenfalls Pflanzeflug. Ja, eine Banane, Tropius. So, mal sehen, was erlerne ich denn hier? Komm, Giftstachel, brauchen wir eh nicht mehr. Was? Rutenschlag, Baby. Achso, das hatte ich noch. Ah. Brain AFK. Scheiß auf die Step. Scheiß drauf. Na, oh Gott, Stalos. Warte mal, was? Boah. Du hast echt die harten Brocken. Ich hab's vorher gesagt. Jetzt hab ich wirklich harte Brocken, das stimmt. Ja. Das ist leider nicht dein Team, deshalb konzentriere ich mich erstmal auf Tropius und dann schau okay, ich mal auf ja. Harten. Geilen Pokémon-Kampf. Gut, Steinwurf. Es ist jetzt auf minus 2 Init. Ich könnte jetzt so Retentless raus, den noch Bedrohung noch mit reindrücken, weil Steinwurf, ja, Kannst du dir noch eins tanken? Ja, nur ich kann quasi nichts machen. Steinhagel wird vierfach resisted. Ja. Biss wird wegen Stahl ja, stimmt das. Resisted Sandsturm bringt mal überhaupt nichts. Damit würde ich auch noch seinen speziellen Defensivwert. Ach nee, nur bei Gestein-Pokémon, aber gut, das würde generell nichts bringen. Und Grimasse, na gut, ich meine, das Vieh ist sowieso langsam ist fuck, aber komm schon. Na ja, gut, da hätte ich jetzt ausgewechselt. Obwohl, wann mal was greift es dann an? Achso. Sandsturm, ja. Lolz. Also, sonst warst du ja quasi immer derjenige, der jetzt so gesehen ziemlich lange in den Kämpfen mitgesessen hat. Jetzt sitze ich ja etwas lange in den Kämpfen mit drin. Ja, das. Sollen wir mal recht sein. Oh, es kann auch Felsgrab. Felsgrab und Steinwurf. Jo, gut, ich meine... Coverage. Mit guten Step-Angriff. Ja. Noch was mache ich jetzt? Der Sandsturm ist jetzt mit draußen. Ich könnte jetzt Retentless reinschicken, den noch Bedroher raushauen. Na, nee, ja nicht. Nicht bei der Schwäche. Na, ich meine, Felsgrab und Steinwurf, das sind keine Step-Attacken. Ja, aber trotzdem. Ich finde es. Finde ich am besten, weil das hat. Kannst du überhaupt. Was soll ich denn damit? Ja, was soll ich mit Pummelfee hier drin haben? Da beißt du dir die Zähne aus. Queen N wäre jetzt so gesehen die einzigste hier mit Doppelkick. Aber der Sandsturm ist natürlich draußen. Ach komm, YOLO-Bonus. Ja. Problem ist kein Stollos. Die verwechsel ich auch immer. Hätten sie da nicht bessere Namen sich aussehen können? Jedenfalls ist es nicht vom Typ Gestein, das heißt, Doppelkick ist nicht allzu sehr effektiv. Sehr effektiv. Aber. Ja, super effektiv. Aber guck mal, das zieht nichts ab, weil ich habe auch keine speziellen Attacken am Start. Du hast doch jetzt noch den Rutenschlag, den hast du doch behalten für diese Aktion. Ja. Moment. Guck mal, das tankst du doch ganz gut. Dauert zwar ein bisschen länger, aber. Früher oder später. Guten Schlag. Also ich meine, eine spezielle offensive Attacke wie Aquaknarre, das würde mir schon ausreichen. Ja, gut, ich meine, Stalos ist auf minus 6 Init, also... Komm, wir gehen auch mal auf den roten Schlag. Ey, warum erwähnst du das jetzt, dass es so langsam ist? Na, weil ich ja hier dreimal hintereinander ja Grimasse eingesetzt habe. Ach, egal. So. Ich werde jetzt erstmal heilen. Alter, du hast so viele Tränke. Bin erstaunt. Ja. Untergrund. Ja, gut. Sollte ich vielleicht auch mal machen, aber vorher müsste ich erstmal trainieren. Gut, da kannst du noch ein bisschen trainieren und ich versuche jetzt erstmal das Stalos auf minus 2 Defensive. Ja, komm, jetzt macht's deutlich mehr Schaden. Ganz, ja, einen schönen Crit. Ja. Den nehme ich mit. Oh, stimmt's, da war ja was. Ah. Na komm, also
Ich habe mir das ein bisschen schlimmer mir vorgestellt, aber jetzt geht's wenigstens. Ja. Danke, dass du mich übrigens dann erinnert hast, dass ich das Runenschlag einsetzen könnte. Wirklich, das hättest du jetzt übersehen. Die Attacke, die du nicht vergessen hast. Ohne Mist, das, weil ich war jetzt die ganze Zeit auf Doppelkick jetzt so fokussiert. Schande über dich. Schande über den Competitive-Typ. Nein! Wenn ich die Situation einschätzen kann. Schande über dich. Ich bekenne mich schuldig. Ah. So. Noch ein Level-Up für Monster. Nehme ich mit. Und ich wollte noch Tränke mitnehmen.